Hallo, da bist du ja wieder. Raucht dein Kopf noch vom zweistelligen Dividieren, so wie der Kopf hier von unserem Ixi? Der arme Kerl, dem ist ganz schwindlig geworden. Ich würde sagen, wir besprechen das Ganze jetzt nochmal ganz in Ruhe. Und damit du ganz gut mitarbeiten kannst, hier bei unserem zweistelligen Dividieren, jetzt geht es schon weiter mit dem Rest, hat hier der Ixi noch einen ganz, ganz wichtigen Tipp für dich. Rechne mit im Erarbeitungsteil auf der Seite 71 bei der Nummer 1. Ich gebe dir kurz Zeit, damit du deinen Erarbeitungsteil herrichten kannst. Drück einfach auf Pause und hol dir deine Sachen. So, du hast deine Sachen hergerichtet, dann starten wir. Bei der Nummer 1 mit der zweiten Rechnung. Die heißt 846 geteilt durch 60. Zuerst machen wir immer die Stellenwertbestimmung. Also, 60 ist unser Divisor. Durch den sollen wir dividieren. In welche Zahl passt 60 hinein? 60 passt in 8? Nein. In 84? Ja, also dürfen wir hier unseren Stellenwert bestimmen und sehen schon, es werden zwei Stellen, die wir herausbekommen, nämlich die vom Zehner und die vom Einer. Also haben wir auch hier einen Zehner und einen Einer. Jetzt beginnen wir zu rechnen. 60 geht in 84. Wie oft? Genau, einmal. 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 Jetzt können wir eine langsame Version rechnen, indem wir zuerst hier mit der 0 beginnen. Einmal 0 gleich 0. Und wie viel ist 4? Und 4 ist 4. 4 an. Jetzt müssen wir noch die 6 rechnen. Einmal 6 gleich 6. Und wie viel ist 8? Und 2 ist 8. Wir hätten auch rechnen können. Einmal 60 gleich 60. Und wie viel ist 84? Und 24. Nächste Stelle 6 herab. Die neue Zahl heißt 246. 60 in 246. So, jetzt ist es gut, wenn wir gute Malrechner sind. Wir dürfen nämlich schauen, wie, wenn wir den Einer wegdenken und uns einen Nuller denken auf ganze Zehner, haben wir 240 stehen. Und hier auch 6 in 24, genau, geht viermal. Also muss 60 in 240 viermal gehen und die 6 werden uns rechts bleiben. Also 60 in 246 geht viermal. 4 mal 0 gleich 0. Jetzt müssen wir den Einer wieder daneben natürlich. 4 mal 0 gleich 0 und 6 ist 6. 4 mal 6 ist 24 und 0 ist 24. Es bleiben uns also 6 Rest. Das Ergebnis heißt 14 Rest. 6 Rest. So, wir machen gleich die nächste Rechnung gemeinsam. Und die nächste Rechnung heißt 623 geteilt durch 40. Zuerst musst du wieder den Stellenwert bestimmen. 40 passt in 6 nicht hinein. 40 in 62? Ja, das geht. Wir bekommen also wieder zwei Stellen, eine Zehner, eine Einerstelle. 40 in 62 geht wie oft? Genau, einmal. Einmal. Einmal 40 gleich 40. Und wie viel ist 62? 40 plus 20 und 2, also plus 22. Ist 62. Nächste Stelle 3 herab. Wie oft geht 40 in 223? Wir dürfen uns wieder helfen, indem wir sagen, wir runden hier unseren Dreier weg auf 220. 40 geht in 220 oder 4 in 22 geht wie oft? Ich würde sagen 5 mal, denn 4 mal 5 ist 20. Also geht sich das locker aus. 40 geht also in 223. 5 mal, weil 5 mal 40 ist 200.
5 mal 0 gleich 0 und 3 gleich 3. 5 mal 4 gleich 20 und 2 ist 22. Wir haben 23 Rest. Achtung, du musst nur aufpassen, dein Rest darf nie größer sein als dein Divisor. Okay, machen wir noch eine Rechnung gemeinsam und dann kannst du schon alleine probieren. 924 geteilt durch 30. Stellenwert. 30 geht in 92, 2 Stellen. 30 geht in 92, einmal 30 ist 30, 2 mal 3 ist 60, ich würde sagen 3 mal. 3 mal. 3 mal 30 ist 90 und wie viel ist 92? Und 2 ist 92. Nächste Stelle, 4 herab. 30 in 24 geht wie oft? Richtig, 0 mal. Also 0 mal. 0 mal 0 ist 0 und 4 ist 4. 0 mal 3 ist 0 und 2 ist 2. Es bleiben uns also 24 Rest. Okay. Machen wir noch eine letzte gemeinsam. 739 geteilt durch 40. Stellenwertbestimmung 40 in 73. Wir bekommen wieder zwei Stellen. 40 geht in 73. Genau, einmal, weil zweimal wäre zu viel. Zweimal 40 ist ja schon 80, also einmal. Einmal, machen wir jetzt wieder die langsame Version. Einmal 0 gleich 0 und 3 ist 3. Einmal 4 gleich 4. Und 3 ist 7. Nächste Stelle, 9 herab. 339 ist die neue Zahl, dividiert durch 40. Wir dürfen hier den Einer runden. Das heißt, unsere gerundete Zahl würde heißen, genau, 340. So, 340 geteilt durch 40. Wir dürfen die 0 wegstreichen. 4 geht in 34 wie oft? 6 mal 4 ist 24, 7 mal 4 ist 28, 8 mal 4 ist 32, 9 mal 4 ist 36. Also 9 mal 4 wäre zu hoch. 8 mal 4 geht sich aus. Also 8 mal, muss wieder schwarz gehen, 8 mal. 8 mal 0 ist 0 und 9 ist 9. 8 mal 4 ist 32 und 1 ist 33. 19 Rest. Und wie wir sehen, unser Rest ist nicht größer, also passt das. Mit einer Probe könnten wir das natürlich nachrechnen. So, und jetzt bist du dran. Viel Spaß mit deinen Rechnungen. Es kann losgehen. Bis zum nächsten Mal.